Nicht deren Ernst. Es haben sich jetzt insgesamt schon über 250 Leute irgendwas mit Nebel genannt. Also ja, vielen Dank. Das ist echt cool. Vorhin war es sogar so, dass mehr Nebels auf der Community waren als logische. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag einmal kommen wird. Naja, auf jeden Fall habe ich mal gestern ganz kurz erwähnt, dass ich, als mir langweilig war, ich einen Papierflieger genommen habe, eine Schnur dran gebunden habe, ihn aus dem Fenster geworfen habe und wieder hochgezogen habe. Und naja, was hat jemand gemacht? Genau. Er hat einfach den scheiß Papierflieger in den Teich geschmissen. Okay, so war das jetzt nicht gedacht. Aber cool, dass das jemand gemacht hat. Fühlt euch alle gegrüßt. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern ein etwas ungewöhnliches Video gesehen. Hat das funktioniert? Ja, komm, egal. Auf jeden Fall habe ich mir gestern das Japan-Video von Unge angeschaut. Beziehungsweise nicht von Unge, eher von den zwei Hipstern, die das für ihn geschnitten haben. Ich rede nicht übers Essen. Hab heute übrigens Bratwurst gegessen. Naja, auf jeden Fall habe ich noch nie in meinem Leben mich so sehr gefragt, ob ich mir gerade eine schlechte Galileo-Doku angucke oder ein Video von Unge. Weil ohne Witz, für alle, die das nicht gesehen haben, Unge ist zu so einer Chinesin gegangen. Die hat ihm dann irgendwas auf Chinesisch gesagt und er hat dann einfach so gemeint, ah, okay. Das Ganze sah dann ungefähr so aus. Ach so, na, wenn das mal nicht die Wirtschaftslage betrifft. Na, auf jeden Fall fand ich das schon echt ziemlich witzig. Aber hey, ich meine, es war echt gut produziert. Also dagegen kann man nichts sagen, aber ich kaufe jetzt Unge nicht ab, dass er fließend Japanisch versteht. Moment mal, hier stimmt doch etwas nicht. Lass mich das Ganze mal vergrößern. Nein, das kann nicht wahr sein. Also Unge, wenn du das siehst, ich kenne dein Geheimnis. Jetzt Spaß beiseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich eine ganz coole Aktion, dass es wie so eine Doku gemacht ist. Aber dieser japanische Part hat mich echt gekillt. Wie viele Nebels hier einfach drauf sind. Aber es sind immer noch nicht genug. Mega Nuke. Ach du Scheiße! Und ja, by the way, ich habe mir gestern Premiere gekauft, also das Schneideprogramm. Für alle, die sich wundern, ich schneide momentan mit Sony Vegas. Und ohne Scheiß, ich war wirklich verloren. Ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ich war wirklich auf einem anderen Planeten. Ich meine, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang Sony Vegas benutzt und dann auf einmal irgendwie sowas. Und dann auf einmal dieses Profi-Ding da. Ich habe es wirklich keine 2 Stunden ausgehalten. Premiere ist einfach für mich so wie Latein. Merkwürdig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war noch nie so ratlos in meinem Leben, wie als ich gestern Premiere benutzt habe. Also ja, ich benutze jetzt mein geliebtes Sony Vegas weiterhin. Für immer. Oh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich einmal an etwas gewöhnt habe, dann kann ich mich nicht so schnell umgewöhnen. Angenommen, ihr bekommt zum Beispiel jeden Tag eine Thai-Massage von Sammy Slimani. Und auf einmal ist Sammy Slimani krank. Und ihr bekommt dann stattdessen eine Thai-Massage von Bibi. Das wäre nicht dasselbe. Sammys kräftige, muskulöse Hände. Seine Liebe. Sein Herz. Und dann auf einmal Dagi. Lieblos. Zu kompliziert. Zu grob. Ist einfach nicht dasselbe. Und genauso geht's mir mit Premiere. Und jetzt geht in die Welt heraus und verbreitet meine Nachricht. Verbreitet meine Botschaft. Aber ich bin echt ein Gewohnheitstier. Um 3 Uhr morgens schlafen gehen, um 14 Uhr aufstehen und jeden Tag zu Rewe gehen und sich irgendwie ein Cordon Bleu holen. Oh Mann. Ich sag euch, ich kann nicht ewig so wunderschön wie jetzt bleiben. Irgendwann werde ich noch schöner. Irgendwann werde ich der schönste Mensch der Welt sein. Na, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal bedanken an die über 250 Nebels, die schon rumlaufen. Also ja, das ist echt irgendwie cool. Und ja, Kinder, denkt dran. Mit Japanerinnen redet man immer auf Deutsch. Die verstehen das. Unges Dreadlock schmeckt nach Cheddar. Ich bin zu blöd, um Premiere zu benutzen. Und bin der schönste Mensch der Welt. Was eine Folge.